fünf Gemüsekulturen, die für Anfänger nicht so gut geeignet sind, das hatten wir schon. Jetzt schauen wir uns auf der anderen Seite an, welche Gemüsekulturen sich denn für Anfänger lohnen. Weil sie sehr einfach zu kultivieren sind, leicht zu pflegen und dann doch einen sehr guten Ertrag abwerfen. Fangen wir mit den zwei Knollen an, die in keiner Küche fehlen dürfen, und zwar Knoblauch und Zwiebeln, die lediglich im Oktober, November oder auch im Frühjahr einfach in die Erde gesteckt werden müssen. Hier bevorzuge ich den Herbst, weil da die Wahrscheinlichkeit viel größer ist, dass du größere Knollen bekommst. Nachdem du sie in einen fruchtbaren, lebendigen, humusreichen und auch nährstoffreichen Boden reingesetzt hast, musst du dich um die Knollen eigentlich gar nicht so viel kümmern. Vor allem, wenn du dann noch organisches Material als Mulchen mitnutzt, dann vielleicht noch ein bisschen Pflanzenkohle mit unten eingearbeitet hast oder Bokashi tief runter reingegraben hast, damit halt hier die Regenwürmer, die ganzen Bakterien und das Leben vor Ort hältst, dann musst du eigentlich nur bis zum Juli ungefähr warten oder kurz davor, bis die Knollen ihre Blütenbildung beginnen. Das brichst du dann raus, damit sie dann hier nochmal zusätzliche Kraft in die Knollen mit reinbringen. Und dann fängst du dann an, die Knollen zu ernten. Der Erntezeitpunkt ist dann meist dann, wenn das Laub welk wird. Schau auch bei deinem Standpunkt, dass er sehr sonnig ist und auch etwas windig, denn dann hat die Zwiebelfliege oder auch die Knoblauchfliege nicht so eine große Chance, in deine Knollen reinzugehen und da für faulige Stellen zu sorgen. Hast du deine Knollen geerntet, nicht abwaschen, einfach kurz trocknen lassen mit der Erde, dann Zöpfchen machen und sie dann einfach aufhängen. So hast du sie dann auch optimal für den Winter gelagert und leg dir ein paar Knoblauchzehen zurück, damit du hier wieder neue stecken kannst. In der vorherigen Liste hatten wir zwei Kürbisgewächse, die nicht so gut für die Anfänger geeignet sind, darunter Gurken und auch Melonen, weil die halt von den Anforderungen her etwas anspruchsvoller sind. Allerdings gibt es dann wieder hier andere zwei Kürbisgewächse, die für Anfänger wunderbar geeignet sind, weil sie dann doch sehr pflegeleicht sind und du nicht ganz so viel machen musst, sofern du halt die Bedingungen erfüllst, indem sie auch wachsen. Dann wachsen sie eigentlich von alleine. Ich spreche hier von der Zucchini, in dem Fall müsste es eigentlich Zucchino heißen, und vom Kürbis, hier ein schön Hokkaido. Gut an den beiden Kulturen ist, dass sie sehr wuchsfreudig und pflegeleicht auch sind. Sobald es halt im Mai und Juni richtig warm ist, kannst du hier deine vorgezogenen Pflanzen raussetzen, aber du kannst halt auch immer noch eine Direktaussaat machen. Die werden halt trotzdem sehr schnell wachsen und dann auch bald die Früchte auch geben. Ist dann meist so ein Versatz, wenn du sie halt 3 Wochen vorher vorziehst, wirst du dann wahrscheinlich so 2 bis 3 Wochen her eine vorherige Ernte haben. Wobei es halt bei den meisten, bei den Zucchinis, kennt ja jeder im Sommer die Zucchini-Flut, wo auch der Nachbar dich dann für die Zeit ignoriert, weil er auch keine Lust mehr hat für Zucchini. Von daher ist es jetzt gar kein Beinbruch, wenn man jetzt eine Direktaussaat so im Mai macht, einfach in die Beete mit rein. Vorteil davon ist, dass halt dann die Pflanze schon am Ort ist, ist meist kräftiger und die Schnecken haben dann auch weniger Interesse an deiner Pflanze, anstatt an der, wenn du sie halt vorgezogen da einfach reinsetzt. Die hat dann auch sehr viel Stress, muss sich dann auch erst an die neue Umgebung gewöhnen. Beim Kürbis eigentlich genau das Gleiche. Ich setze die bei mir immer auf den Kompost oder Misthaufen. Zucchini funktioniert da auch wunderbar. Da hast du sehr viel Leben, sehr viel Nährstoffe, Wärme. Und wenn auch das Wasser stimmt, dann wuchern die Pflanzen ohne Ende. Du musst da eigentlich auch wirklich nichts machen. Hast du noch einen schönen warmen Sommer, bekommst du dann meist erst Richtung Herbst. Den Mehltau, jetzt haben wir gerade, wo ich das Video hier aufnehme, September. Da haben jetzt die Zucchini angefangen, bei mir in einigen Stellen Mehltau zu bekommen. Einfach aus dem Grund, weil es halt dann in Zeiten, wo es im August recht feucht war, halt das denen auch sehr viel zugesetzt hat. Aber sonst überhaupt gar kein Problem. Und bei den Kürbissen, meist wenn ich sie auf den Kompost setze und die richtig viel Power haben, mit Mist, mit Pflanzenkohle, mit Bokashi, mit dem ganzen organischen Material vom letzten Herbst und Frühjahr, dann wuchern die ohne Ende, hast du richtig große Früchte. Wenn deine Kürbisse und Zucchinis Mehltau bekommen, kannst du hier eine Natronlauge nutzen. Also einfach hier so ein Wassergemisch machen. Habe ich auch ein Video dazu gemacht, werde ich hier oben hier in der Infobeschreibung verlinken. 2 Tage damit besprühen. Oder du nimmst Rohmilch oder effektive Mikroorganismen und besprühst damit die Blätter. In der Herbstphase kannst du dann sicher sein, dass es dann Mehltau bei deinen Zucchinis ist. Davor im Juni, Juli gibt es halt einige Sorten, die haben eine gewisse Musterung. Ist sortenspezifisch, ist keine Krankheit, musst du halt nichts machen. Und noch beim Kürbis der Tipp, wenn die hier so diese verholzte
Stiel haben, dann sind sie halt erntereif und auch gut lagerfähig für den Winter. Wenn du sie halt etwas früher erntest, kannst du auch machen. Das ist halt wie bei der Zucchini. Dann schmecken die halt nicht ganz so wie ein Kürbis, sondern mehr Richtung Zucchini. Sind aber nicht mal ganz so lange lagerfähig. Also wenn du für den Winter Kürbisse haben möchtest, dann lass sie einfach verholzen. Kannst dann auch jedes Saatgut nehmen fürs nächste Jahr. Super Kürbissorten nach meiner Meinung ist der Hokkaido, der Butternut und der GTO Okonosim. Und bei den Zucchinis mag ich dann viel lieber die italienischen Sorten, zum Beispiel Strato di Sicilia. Da gibt es auch noch so eine weiße italienische Sorte, habe ich auch dieses Jahr im Anbau. Dann Gold Rush und Black Beauty. Ja. Zum Glück ist das lieblingsangebaute Gemüse der Gärtner auch in dieser Liste und ist für mich immer das persönliche Highlight. Und das ist für mich so eigentlich der einzige Antrieb, warum ich denn mein eigenes Obst und Gemüse anbaue. Gibt nichts Besseres als die eigenen Tomaten aus dem eigenen Garten. Vor allem hier die Sorte hier, Ananastomate, große Früchte, sehr süß und schmackhaft. Ja. Und neben der Ananastomate gibt es noch so viel weitere süße und schmackhafte Sorten in allen Farben und Formen. Ochsenherzen, Cocktailtomaten, dann gibt es noch Tomaten, die man zum Füllen nutzen kann. Also wirklich eine ganze Bandbreite, die man auch haben kann in Gelb, in Weiß, in Grün, in Schwarz, gestreift, geflammt, marmoriert. Wirklich die ganze Palette, sogar braun gibt's. Also diese ganzen schönen roten Tomaten. Supermarkt, langweilig, Garten, bunt, Vielfalt, Geschmack. Schmacklich sind sie einfach um Welten besser als die ethylenbegasten Tomaten aus den Gewächshäusern, zum Beispiel aus den Niederlanden. Anbau von den Tomaten ist recht simpel, weil sie halt einerseits eine Wüstenpflanze ist. Das heißt, sie ist auch damit beschaffen, längere Dürrezeiten zu überstehen, wenn ich sie schon in der Voranzucht dahingehend auch trainiere. Das heißt, dass ich sie nicht mit Wasser verwöhne, sondern auch immer mal hier von unten zum Beispiel eine Anzucht gieße und auch einfach mal warte, dass ich ja zum Beispiel Gießphasen mache von 2 Wochen, von 3 Wochen, von 4 Wochen. Oder zum Beispiel gibt es auch sizilianische Bauern, die gießen halt ihre Tomaten überhaupt nicht und dann halt hier effektiv gieße. Das heißt, ich nehme zum Beispiel Olas oder mache halt irgendwelche Pflanztöpfe, die ich da mit reinsetze, damit ich halt direkt die Pflanzenwurzeln begieße und dann halt ordentlich gieße, damit halt das Wasser in die tieferen Schichten mit reinkommen und die Wurzeln halt dann das Wasser folgen und dorthin gehen wachsen, weil die können auch bis zu 2 Meter tiefe Wurzeln bilden. Und dann schaffst du es auch in Dürresommer, wo es dann vielleicht mehrere Wochen bis Monate nicht regnet, dass deine Tomaten dann trotzdem gut wachsen können, ohne dass du sie gießen musst. Es gibt so einige Sachen, die man bei der Pflege von Tomaten auch beachten muss, damit sie halt hier schön wachsen und auch Pilzkrankheiten eingeschränkt werden. Allerdings, wenn du halt hier so Pflegefehler halt machst oder sie mal vielleicht wie bei mir zum Beispiel mal einen Spätfrost nochmal im April abbekommen, weil vielleicht irgendwo im Tunnel es nicht ganz dicht gewesen ist oder mal sie Hitzeschäden bekommen, mal vielleicht kurz austrocknen oder sonst irgendwelche Schocks bekommen, vielleicht hast du mal versehentlich einen Stiel angeschnitten und hast vielleicht hier diese leichte Wunde wieder zusammengebunden und auch zusammengeklebt, dann ist es halt meistens so, dass die Tomate sich halt davon sehr schnell erholt. Oder wie beim letzten Beispiel, dass du halt hier den Trieb stark bestätigt hast, dann kommen halt in der Regel sehr schnell Seitentriebe und die wachsen dann auch sehr kräftig heran, damit du halt hier neue Triebe hast, die dann auch hier sehr schnell wieder neue Früchte bekommen. Also nach meiner Erfahrung, welche Pflegefehler ich auch schon hatte, auch massive Pflegefehler. Einmal fast komplett abgefroren, einmal komplett vertrocknet, nur oben ein Zipfel grünen Trieb ist raus übrig geblieben. Sind die Tomatenpflanzen dennoch noch gut gewachsen, haben auch eine ordentliche Ernte gegeben. Nach meiner Erfahrung ist es aber auch wünschenswert, die Tomaten in einem geschützten Bereich anzubauen, eventuell in einem Folientunnel, in einem Gewächshaus oder so eine Tomatenüberdachung, das reicht auch schon vollkommen. Einfach wie es halt dieser Sommer auch gezeigt hat, wenn es halt sehr stark verregnet ist und dann auch kühl wird, dann passiert es einmal schnell, dass die Braunfäule auch bekommen. Da habe ich auch hier zum Beispiel letztes Jahr das auch mal bekommen, schon im Sommer. Und da habe ich dann hier Natron und effektive Mikroorganismen gesprüht und nachdem es dann wieder warm und trocken gewesen ist, dann ist die Braunfäule stehen geblieben und meine Tomaten haben dann weiterhin ordentliche Früchte gegeben. Mit diesem Jahr der Tomatenernte bin ich schon weitgehend zufrieden. Könnte natürlich besser sein, wenn die verregneten Tage nicht gewesen wären. Und keine Angst vor der Braunfäule-Gefahr. Du kannst auch hier die Triebe, die halt von der Braunfäule
angefallen sind, auch einfach auf dem Boden liegen lassen. Auch wenn man sagt, ja, weg mit denen, ab in den Restmüll, musst du nicht machen. Tomaten wachsen auch in ihrem eigenen Sud, nennt man das. Du kannst deine Pflanzenteile einfach klein schneiden, die damit mulchen, dein Beet damit aufbereiten. Du hast auch noch Mist und anderes organisches Material wie Laub zum Beispiel hin, bisschen Bokashi mit einarbeiten, vielleicht noch Pflanzenkohle. Und dann kannst du sie im nächsten Jahr genau an die gleiche Stelle wieder reinsetzen. Mache ich schon seit Jahren so. Tomaten wachsen wunderbar. Du musst halt deinen Boden füttern und für einen lebendigen Boden sorgen. Video dazu hier oben. Jetzt vom Lieblingsfruchtgemüse Nummer 1 zu den Wintergemüse. Und da hier ist eine sehr unterschätzte Kulturpflanze, der Portulak oder Postelein in manchen Regionen. Und der ist halt auch so von der Wuchsgröße her, genauso wie Feldsalat, ist ein sehr schöner Bodendecker. Und ich sehe folgende Vorteile beim Portulak. Einerseits hat die Aussaat, der keimt halt bei Keimtemperaturen von 8 bis 10 Grad. Da kannst du dann im Oktober einfach mal aussehen. Dann wird er halt mal in der Regel aufkommen, aufkeimen und wachsen. Habe ich bis jetzt auch überhaupt gar keine Probleme gehabt mit der Aussaat. Meistens ist halt ein bisschen zu dicht, weil ja die Keimrate doch recht hoch ist. Dann lasse ich den halt einfach als Bodendecker wachsen. Ernt ihn auch ab und zu mal, wenn er eine richtig gute Größe hat. Ist ja auch ordentlich winterhart, schmeckt halt jetzt nicht so nussig wie der Feldsalat, hat so eine leichte wasserhaltige Note, was ich aber auch sehr schätze und auch diese leicht wasserhaltige Note in diesem Geschmack halt sehr besonders finde und ich das doch sehr gerne im Winter esse. Weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das beschreiben soll, muss man einfach selbst ausprobieren. Und das Gute dabei ist halt, den lässt man einfach wachsen, der geht dann von alleine im April, wenn es dann warm genug wird, in die Blüte. Gibt auch hier Sommerportulak als spezielle Sorte, muss man sich vielleicht auch erkundigen. Ist aber genauso pflegeleicht wie der Winterportulak. Jedenfalls den Winterportulak, den lässt du dann einfach blühen. Der wirft dann seine Samen und der keimt ja erst bei Temperaturen von gut circa 10 Grad. Das heißt, der wird dich dann nicht stören mit den anderen Kulturen. Das heißt, da kannst du in das Beet andere Sachen reinsetzen. Die werden dann in den kalten Monaten sowieso dann wahrscheinlich eingehen und du hast sie abgeerntet. Und dann siehst du dann, dass der Winterportulak sich selbst aussamt und dann hier wild hochkommt und das mag ich sehr gerne. Ich habe den jetzt einmal ausgesät und da kommt jetzt seitdem immer wieder irgendwo im Garten wild raus und kann dann hier immer Winterportulak genießen. Gleiche natürlich kannst du auch hier mit Feldsalat auch machen, der sich so alleine mit aussämt. Könnte ich jetzt hier stellvertretend natürlich auch Feldsalat anstelle von Postelein mit aufzählen. Und zum Abschluss geht es jetzt noch weiter mit dem Wintergemüse, weil das ist ja in Deutschland ja das Herausfordernde. Nicht dass der Anbau im Sommer, da haben wir ja sowieso alles im Übermaß, wenn dann mal richtig alles wächst, an Salat, Zucchini, Gurken, Tomaten, vielleicht noch Melonen, Bohnen, sondern halt das im Winter. Das heißt, welche Pflanzen setzen wir, damit wir ein gutes Lager auch haben oder Kulturen, die gut überwintern können, die wir auch in der kalten Jahreszeit immer mal wieder ins Beet reingehen und auch ernten können. Und hier klassisch Kartoffeln und Topinambur. Denke, zu den Kartoffeln muss ich ja fast nichts sagen. Ist ja bei uns Deutschen ja einfach so üblich. Gibt ja zum Beispiel bei uns gekrönte Kartoffelköniginnen. Oder es wird auch mal gerne als Beleidigung genutzt, deutsche Kartoffel, wenn wir mal wieder zu deutsch sind oder die Leute einen Hass gegen uns haben, weil wir besser sind oder einfach überheblich, überheblich und arrogant. Wann du die Kartoffeln in deine Beete steckst oder auch legst, hängt davon ab, in welcher Region du bist. Ich bin jetzt hier zum Beispiel in Oberbayern, das ist also Mitte Mai, in der Regel keine Frostgefahr mehr da und ich tue sie dann so am 15. April, ungefähr Mitte April, bei mir in die Beete reinlegen, in mein Kartoffelmulchbeet. Habe es auch früher angehäufet, kannst du auch machen. Finde halt hier, das Kartoffelmulchbeet hat hier wesentliche Vorteile. Video dazu hier oben. Das Vorkeimen mache ich schon Mitte März und eigentlich lagern meine Pflanzkartoffeln tue ich auch an einem hellen Ort im Wohnzimmer, weil da habe ich hier eine hundertprozentige Gewährleistung, dass sie mir nicht austreiben oder lange Triebe bilden, wie zum Beispiel bei einem kühlen Keller, wo es dann doch warm genug ist und auf einmal die überall rumwachsen und hier nach Licht suchen. Natürlich solltest du deine Kartoffeln, die du essen möchtest, so nicht lagern, weil die halt grün werden, weil das Solanin sich in den Knollen bildet. Das ist ein Fraßschutz des Nachtschattengewächses, aber wenn wir ja die Kartoffeln setzen möchten, ist es ja gut, dass es ein Fraßschutz ist, da wird uns die Knolle nämlich nicht stibitzt. Das Beet mit ordentlich Power in Form von Mist, Kompost oder organischem Material aufbereiten, damit hier die Kartoffeln genug Leben und Nährstoffe haben.
setzt sie rein, brauchen eigentlich nur genug Wasser, wenn es halt ab und zu mal regnet, ist top. Und dann lässt sie einfach wachsen. Kommt mal ab und zu mal der Kartoffelkäfer, musst vielleicht abklauben, kannst hier Nemmöl nutzen oder gibt es hier Nützlinge, zum Beispiel auch Wespen, die die Larven mit abfressen. Vorher solltest du vielleicht entscheiden, ob du eine frühe, mittelfrühe oder eine späte Sorte nutzt. Ich tendiere mehr zu den frühen Sorten, wie zum Beispiel die Annabelle, weil die kannst du dann im April reinsetzen und ist dann ungefähr im Juni, Mitte Juni Ernte reif. Kannst du raus und dann kannst du gleich wieder nochmal in die Annabelle reinsetzen und hast dann im August nochmal neue Kartoffeln. Mittelfrühe hast du dann meist die Ernte so im August, wenn halt das Laub welk wird. Und bei den späten Sorten hast du dann die Ernte im September, Oktober, muss aber auch gucken, dass in der Zeit dann die Braunfäule schon überhand genommen hat. Aber je länger die Kartoffel in der Erde ist, desto lagerfähiger ist sie auch. Das heißt, wenn du halt dann späte Sorte nutzt, dann hast du im Winter dann super Lagerkartoffeln, wo du halt dann hier, wenn du sie richtig lagerst, den ganzen Winter durch Kartoffeln essen kannst. Und vergiss auch bitte nicht die bunte Kartoffelvielfalt. Die haben wir nicht nur bei den Tomaten, sondern auch bei den Erdäpfeln. Blau, rot, gestreift, gepflegt, länglich, alles mit dabei. Topinambur hingegen ist eine super Alternative zur Kartoffeln, weil sie halt keine Stärke hat, sondern Inulin. Inulin ist ein Präbiotikum, welches deine Darmbakterien füttert und diese ganzen Ballaststoffe, die auch mit drinnen sind, lassen halt deinen Blutzuckerspiegel auch nicht so stark ansteigen. Das, was die Pflanze so pflegeleicht macht, ist einfach, dass man hier jetzt die Knollen einfach in die Erde steckt. Ich würde hier vielleicht noch mal eine Wurzelsperre auch machen, weil sie dann doch sehr wuchsfreudig ist und wenn die eine Knolle oder ein Stück in der Erde bleibt, dann treibt sie halt hier nochmal neu aus. Kann halt für einen Selbstversorgergarten sehr sinnvoll sein, wenn man die halt in eine Ecke reinlegt. Wühlmäuse mögen die Topinambur auch sehr und daher kannst du sie auch als Ablenkungspflanze setzen, damit die Wühlmäuse zum Beispiel deine Karotten nicht fressen, weil die stürzen sich dann mehr auf die Topinambur. Du legst deine Knollen zum Beispiel im Frühjahr, lässt sie dann einfach in dem humusreichen Beet liegen, tust dann vielleicht noch ein bisschen Mulchmaterial drüber, dann wird die Pflanze anwachsen, wird auch recht groß, bildet auch sehr viel Blattmasse und hat dann eine Blüte wie bei einer Sonnenblume, wo halt dann auch hier wieder die Bienen profitieren, lässt sie dann einfach weiter wachsen und im Herbst hinein, so Oktober, November, Dezember, wird dann da oben das alles absterben und dann hast du halt unten die Knollen, die du dann hier regelmäßig ernten kannst. Jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Das waren jetzt meine Top 5 Pflanzen, die halt für Anfänger gut geeignet sind, wenig Aufwand und dann doch eine sehr gute Ernte. Wenn ich deiner Meinung nach eine Pflanze vergessen habe, schreib sie mir doch gerne unten in die Kommentare rein, damit sich die Liste erweitert für weitere Gartenanfänger, damit sie halt hier so Inspirationen bekommen und hier auch keine Kulturen dann gleich in den ersten Gartenjahren nehmen, die halt zu anspruchsvoll sind und dann auch demotivierend sind, weil sie dann hier nicht die ersten Erfolge haben. Sofern dir das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Kannst auch den Kanal kostenlos abonnieren für weitere Tipps und Tricks rund um den Garten, Permakultur oder auch ein bisschen spezifischer in Richtung Gesundheit, wie ich jetzt schon momentan 7 Jahre vegane Rohkost auch mache. Hier an der Seite findest du zum Beispiel spannende Videos, kannst auch gerne reinschauen. Freue mich darauf und ich wünsche dir viel Spaß beim Essen von Ananas-Tomaten.